Hey und so schön, dass du da bist zum Podcast A Mindful Connection, deinem Podcast für eine schöne Welt im Innen genauso wie im Außen. Denn das, was wir im Innen erschaffen, das spiegelt sich im Außen wieder. Das heißt, wenn wir Unfrieden in unserem Inneren haben, merken wir diesen Unfrieden blöderweise auch im Außen. Es geht in diesem Podcast um deine persönliche Transformationsarbeit. Ja, was heißt das genau? Du bist sozusagen die Schöpferin, der Schöpfer deines Lebens. Das heißt, wenn du neue Dinge in deinem Innen entwickelst, wirst du auch automatisch im Außen genau diese Dinge sehen. Wenn du dich lernst, mehr selbst zu lieben, wirst du auch mehr Liebe, mehr Frieden, mehr Erfüllung im Außen erfahren. Und dieser Transformationsprozess steht uns allen offen. In dieser, genauso wie in den letzten Podcast-Folgen, habe ich mich mit den vier Elementen einer glücklichen Liebesbeziehung auseinandergesetzt. Wir sind immer noch beim Element 2 der Manifestation. Und das ist ehrlicherweise mein absolutes Lieblingselement, denn ich liebe es zu manifestieren, weil es einfach wie Arsch auf Eimer überall passt. Nicht nur in der Beziehung, sondern auch in unserem generellen Leben. Wenn wir mehr Erfolg haben möchten, können wir die Gesetze der Manifestation anwenden. Viele missverstehen diese sogenannten Manifestationsgesetze leider falsch. Und deswegen möchte ich so ein bisschen Aufschluss in den Podcast-Folgen geben, was Manifestieren gerade in Bezug auf eine glückliche Liebesbeziehung überhaupt bedeutet. Manifestieren heißt eben nicht, ich wünsche mir was vom Universum und schwupps ist es da, sondern Manifestieren bedeutet im Einklang mit deiner Energie, mit deiner Grundhaltung, neue Dinge in dein Leben zu ziehen. Was das genau heißt, das drösel ich hier genauso wie in meinen alten Podcast-Folgen und auch in den folgenden für dich auf, damit du dein glückliches Leben und deine glückliche Liebesbeziehung erschaffen kannst. Heute geht es tatsächlich um eines der wichtigsten Elemente der Manifestation. Es geht um die Power of Intention, das heißt die Macht deiner Absicht. Ich habe darüber schon in einigen anderen Podcast-Folgen gesprochen, aber es ist ein so wichtiges Element, dass ich heute nochmal ganz explizit darauf eingehen möchte. In diesem Sinne, mach dich gespannt auf eine kleine Ausflugstour Richtung Absicht und die vier Elemente deiner glücklichen Liebesbeziehung, und zwar da zum Thema Element 2 Manifestation. Viel Spaß! Sicher kennst du das auch. Du kreierst immer wieder die gleichen Dinge in deinem Leben. Du ziehst Menschen in dein Leben, potenzielle Partner, die sich erstmal als total liebevoll herausstellen, aber nach und nach keine Lust auf eine feste Verbindung haben. Oder du ziehst Partner in dein Leben, die nicht verlässlich sind oder denen du nicht vertrauen kannst. Oder du ziehst immer wieder komische Konstellationen in dein Leben, wie eine komische Dreierbeziehung. Du verliebst dich immer wieder in einen vergebenen Mann oder eine vergebene Frau und fragst dich, verdammt nochmal, dieses Mal sollte es doch alles ganz anders sein. Eine glückliche Liebesbeziehung ist das, was wir alle wollen, richtig? Aber wie so oft ist es so, dass wir genau das irgendwie nicht hinbekommen. Dass wir zum Beispiel immer wieder dieselben Umstände anziehen. Entweder ist der Partner, in den man sich verliebt, oder der Mann oder die Frau, in den man sich verliebt, leider vergeben. Und man beginnt blöderweise eine komische Dreierkonstellation als die der Geliebte. Oder man verliebt sich immer wieder in Männer oder in Frauen, die irgendwie emotional nicht verfügbar sind. Das heißt, die keine Zeit haben für einen, die nicht verbindlich sind oder die ein komisches Nähe-Distanz-Spiel mit einem spielen. Ich bin mir sicher, du kennst das. Denn das, was wir an der Oberfläche wollen, eine glückliche Liebesbeziehung, ist oft nicht das, was unser Unterbewusstsein will. Und das ist das Allerwichtigste, wenn man sich die Power of Intention, also die Macht der Absicht, zunutze machen will. Die Absicht ist nicht unser Wille. Die Absicht ist nicht das, was wir uns in unserem Neokortex, in unserem Großhirn erzählen. Ich möchte eine glückliche Liebesbeziehung. Ich möchte einen verlässlichen, vertrauenswürdigen Partner haben. Sondern unser Unterbewusstsein ist tricky. Unser Unterbewusstsein springt auf Dinge an, die es wahrnimmt, auf alte Muster, auf alte Schemata, die es aus der frühesten Kindheit kennt. Und wir wissen oft nicht, dass diese Muster aus unserer Kindheit kommen oder dass wir überhaupt auf bestimmte Muster, auf bestimmte Verhaltensweisen, bestimmte Gesten, bestimmte Blicke bei unserem potenziellen Traummenschen anspringen. Warum ist das so?
Du kannst es dir so vorstellen, die Kommunikation zwischen Bewusstsein und Unterbewusstsein ist ein bisschen tricky. Wie gesagt, wir wollen an der Oberfläche eine glückliche Beziehung haben und wir definieren glücklich, jeder für sich auf seine Weise, mit unterschiedlichen Aspekten oder Adjektiven. Sie soll friedvoll sein, sie soll vertrauensvoll sein, sie soll liebevoll sein, sie soll erotisch sein und, und. Du kannst deine eigenen Adjektive für eine glückliche Liebesbeziehung einführen. Und unser Bewusstsein schippert auf dem Meer voller Möglichkeiten als kleines Bötchen vor sich hin. Und unten am Anker hängt allerdings unser riesiges, machtvolles Unterbewusstsein. Und in diesem Unterbewusstsein sind all die Dinge gespeichert, die wir seit unserer frühesten Kindheit erfahren haben. Zum Beispiel sind da abgespeichert Verlassenheitsgefühle, Gefühle, nicht gesehen worden zu sein, Verlustängste, Verrat, Misstrauen und andere Bindungs- und Entwicklungstraumata. Also Traumata ist ein dicker, fetter Begriff, aber da nenne es Entwicklungs- oder Bindungsmuster, die wir uns angeeignet haben. Wenn wir nicht ganz genau aufpassen, dann verlieben wir uns zum Beispiel in einen vergebenen Mann. Warum? Weil wir gelernt haben, dass vielleicht unser Vater oder eine andere wichtige Bezugsperson nie wirklich emotional verfügbar war, zuverlässig war, da war. Oder wir mussten die Rolle der kleinen Frau für unseren Vater einnehmen, weil die Mutter nicht emotional verfügbar war. Und so sind wir in die komische Rolle geschlüpft, eigentlich die Vertraute, eigentlich die Partnerin unseres Vaters zu sein. Das nur als Beispiel. Das heißt, dieses Programm ist in uns aktiv, ohne dass wir es jedoch bemerken. Das heißt, selbst wenn wir uns an der Oberfläche, unser kleines Bötchen uns erzählt, ich möchte eine glückliche Liebesbeziehung mit einem Partner, der immer da ist für mich und der zuverlässig ist, vertrauenswürdig ist, bei dem ich Liebe erfahre, mich geborgen fühle. Unser Unterbewusstsein, unser fettes U-Boot, was da unten entlang schippert und am Anker hängt, das fängt irgendwann an, wenn wir uns verlieben, diese Muster wieder ins Leben zu rufen und zu kreieren. Das heißt, das ist der Grund, warum wir uns zum Beispiel in vergebene Menschen verlieren. Und das ist dann wirklich die wahre Absicht. Dieses U-Boot, was im Unterbewusstsein ist, ist die wahre unterschwellige Absicht, auch wenn sie uns in dem Moment nicht förderlich ist. Das heißt, unser U-Boot hat registriert, okay, der Mann, in den ich mich verliebe, ist dennoch vergeben. Ich bin quasi nur die Ersatzpartnerin, denn das ist die Rolle, die ich gelernt habe als Kind. Also verlieben wir uns zielgenau immer in Menschen, die vergeben sind. Wie gesagt, das ist nur ein Beispiel von vielen, vielen tausend anderen, die du auf dein eigenes Beziehungsmuster anwenden kannst. Das heißt, selbst wenn wir eine glückliche Liebesbeziehung manifestieren wollen, ist die Power unserer Absicht nicht unser Wille. Der Wille will ja eigentlich in eine gute Richtung, aber die Power unserer Absicht ist unfassbar stark. Hier ein kleiner Schwank aus meiner sozusagen jüngsten Beziehungsgeschichte. Ich lebe seit knapp 2 Jahren in einer sehr glücklichen Liebesbeziehung. Die ist nicht immer einfach, aber die hat sich super entwickelt. Und ich glaube, das ist das, woran man wirklich glückliche Liebesbeziehungen festmachen kann. Wichtig ist für mich mittlerweile die Bereitschaft beider Partner, sich immer wieder neu füreinander zu entscheiden und sich immer wieder gemeinsam weiterzuentwickeln. Bei mir war ein ganz klares Muster. Ich war 6 Jahre davor Single, so lange wie noch nie vorher in meinem Leben. Und bei mir war es tatsächlich, und das habe ich gemerkt, weil bei mir haben auch die Liebesbeziehungen nicht geklappt. Und ich habe mich immer wieder gefragt, warum klappt es nicht? Ich will doch eigentlich eine glückliche Liebesbeziehung, bis ich verstanden habe, dass mein Wille nicht meine Absicht ist. Denn meine Absicht, meine tiefe Absicht war es, nie wieder so verletzt zu werden wie nach der Trennung vom Vater meines Kindes. Und als mir diese Absicht so klar geworden ist, dass ich Angst hatte, verlassen zu werden, dass ich Angst hatte, verletzt zu werden, habe ich verstanden, dass meine Absicht nicht gegen mich ist, sondern dass meine Absicht, mich vor Verlusterfahrungen, vor Vertrauensbrüchen, vor Verletzungen schützen möchte. Und als ich genau diesen Mechanismus habe an mich herankommen lassen, konnte ich mich mit meiner eigentlichen unbewussten Absicht aussöhnen. Das heißt im übertragenen Sinne, ich habe mir selber vergeben, ich habe gesehen, okay, mit mir ist ja gar nichts falsch. Mein Unterbewusstsein ist so schlau, das möchte mich einfach nur vor einer wiederholten Verletzung schützen. Und ja, 1 bis 2 Wochen später habe ich dann meinen Freund kennengelernt, ob man es glaubt oder nicht. Das heißt, mein Wille, also mein bewusstes Erleben, mein bewusster Wunsch war plötzlich kongruent mit meinem
unbewussten Wunsch. Nämlich, der wollte dann plötzlich, nachdem die Absicht geklärt wurde von mir, meine unbewusste Absicht war es dann auch, wirklich offen zu sein und zu sagen, ich bin weder die Person von vor 6 Jahren, noch möchte ich verletzt werden. Ich kann mich selber schützen. Und das war für mich tatsächlich der Knackpunkt, wo ich gemerkt habe, dass wenn ich es schaffe, mein Bewusstsein, also meinen bewussten Wunsch, eine glückliche Liebesbeziehung zu führen und meine unbewusste Absicht, mich zu schützen, zusammenbringe, diese beiden Mechanismen in Einklang zu bringen. So, das heißt, dass mein Boot in die Richtung fährt und mein U-Boot, also mein Unterbewusstsein, aber auch in die Richtung fahren will. Das ist der wichtigste, für mich der wichtigste Knackpunkt einer Manifestation, dass ich schaffe, Bewusstsein und Unterbewusstsein gemeinsam in Einklang zu bekommen. Und dafür ist es wahnsinnig wichtig, sich mit seinen eigenen Beziehungsmustern auseinanderzusetzen. Das heißt, meine Frage an dich, welche Beziehungsmuster hast du? Warum und wie stehen sie dir im Weg? Und was könnte die verborgene Ursache, also vielleicht Kindheitsmuster, Kindheitstraumata, was könnte der Grund dafür sein, dass du diese Muster immer wieder in dein Leben rufst? Wenn du diese Dinge löst und dir dafür vergibst, weil dein Unterbewusstsein möchte nicht dein Feind sein, dein Unterbewusstsein möchte dich schützen. Und wenn du das siehst und das annehmen kannst und auch wertschätzt, dann bist du frei und kannst wirklich manifestieren und zwar einen Partner, eine Partnerin in dein Leben ziehen, die wirklich genau das sind für dich, was dein Wille eigentlich will, nämlich dein kleines Bötchen, was eine glückliche Liebesbeziehung haben möchte. Ich hoffe, du konntest mit meinen Ausführungen viel anfangen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Schlüssel, den möchte ich dir auch ganz nahe bringen, denn das war für mich der absolute Gamechanger im Erschaffen meiner glücklichen Liebesbeziehung. Ich hoffe, nächste Woche bist du wieder dabei, denn da wird es um einen weiteren spannenden Aspekt zum Thema Manifestation gehen, und zwar um männliche und weibliche Energie oder die Polarität des Lebens. In diesem Sinne, lass es dir gut gehen bis nächste Woche. Alles Liebe, deine Alia.